Am 24. März diesen Jahres überfiel der Angeklagte Bodo Behringer gemeinsam mit einem Komplizen einen Geldtransporter der Sicherheitsfirma Safe. Die beiden Männer wollten das Geld und sie waren bereit, dafür zu töten. Der Angeklagte hat bei der Tat auf besonders perfide Art die Anständigkeit eines anderen Menschen ausgenutzt. Als der Fahrer des Geldtransporters auf der Straße ein umgestürztes Kinderfahrrad liegen sah, war es für ihn eine Selbstverständlichkeit, anzuhalten. Diesen Augenblick nutzte der Angeklagte Behringer, um den Fahrer des Geldtransporters kaltblütig zu erschießen. Der Beifahrer starb, als die Täter den Wagen aufsprengten, um an das Geld zu gelangen. Sie erbeuteten 1,7 Millionen Euro. Das Geld ist bis heute nicht aufgetaucht. Wurde mit großer Skrupellosigkeit und Brutalität durchgeführt. Zwei Menschen wurden heimtückisch und grausam getötet. Der Angeklagte ist bereits mehrfach straffällig geworden. Niemals, niemals hat er Reue oder Einsicht gezeigt. Im Gegenteil, seine Straftaten wurden zunehmend brutaler und menschenverachtender. Vor diesem Hintergrund fordert die Staatsanwaltschaft, eine frühzeitige Entlassung des Angeklagten auszuschließen. Runter! Runter! Runter, habe ich gesagt! Runter, habe ich gesagt! Sprich dein letztes Gebet weiter! Straße. Straßensperre steht, Fahrzeugkontrolle hat nichts ergeben. Gut, danke. Ich will jetzt keine Ausreden. Danke für die Auskunft. Beeilt euch! Also, der Typ von der Reinigungsfirma steht zwar unter Schock, ist aber unverletzt. Okay, so, Jungs, die Großfahndung läuft. Zoll, Bundespolizei, Autobahnpolizei sind informiert. Was ist mit der Meldung an Europol? Ist raus. Wie sieht's mit den Straßensperren aus? Geht alles. Und hier ist eine Liste mit allen möglichen Unterkünften hier in der Gegend. Kannst du die bitte abtelefonieren? Ja klar, mach ich direkt. Und, hast du was entdeckt? Na, schau mal, sein Gesicht ist nicht zu erkennen. Er ist enormes Risiko eingegangen, um seinen Komplizen zu befreien. Hast du die Liste mit den Campingplätzen? Super, danke. Also muss es sich lohnen. Und das kann nur heißen, Behringer muss im Besitz der Beute sein. Und um in das Geld zu kommen, musste er befreit werden. Ja. Und hast du mit deinem Vater telefoniert? Wie geht's ihm? Ja, kennst ihn ja, er reißt sie zusammen. Okay, weiter geht's. Ja? Tja, dass die Angeklagten uns nicht mögen und auch schon mal bedrohen, ist ja klar. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat er gezielt auf sie geschossen. Der wollte sie umbringen. Ja, ich habe ihn identifiziert. Mir hat er zu verdanken, dass er nicht mit seinem Geld irgendwo am Strand liegen kann. Ein Zeuge hat den Überfall auf den Geldtransporter mit seinem Handy gefilmt. Da habe ich ihn wiedererkannt. Aber er war doch maskiert. Er hing gleich. Ich hatte schon mehrfach mit ihm zu tun, daher weiß ich das. Soll ich Personenschutz für Sie beantragen? Nein, stopp. Er ist ein Gewohnheitsverbrecher mit enormer krimineller Energie. Das ist sehr nett von Ihnen, Frau Heinlein, aber ich glaube, das ist nicht nötig. Der ist doch schon längst über die Berge. So. Ah, jetzt fängt das süße Leben an. Das Schwein bringe ich um. Was geht dich dieser scheiß Staatsanwalt an? Sei doch froh, dass du draußen bist. Jetzt hol mir die Kohle und hauen ab. Darauf warten die Bullen noch bloß. Nee,
Nicht mal eine Ratte könnte jetzt Wiesbaden unbemerkt verlassen. Peter, die suchen jetzt das ganze Rhein-Main-Gebiet nach uns ab. Nee, nee, wir bleiben jetzt ein paar Tage hier. Die Aufregung, die sich gelegt hat, hau mal ab. Wo willst du hin? Ich hab noch was zu erledigen. Wenn du mich verarschen willst, mach ich dich kalt. Hätte ich damals verpfeifen können. Hab ich's gemacht? Hab ich's gemacht! Nee, hab ich nicht. Also. Es war gut heute Morgen. Ist gerade eben noch reingekommen. Soll ich Sie eben ins Büro bringen? Nee, ich nehme die gar mit. Danke. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Herr Reuter, Sabine Jakob, ich bin die Anwältin der Angeklagten. Können wir kurz sprechen? Ja, ja. Meine Mandantin bedauert den Vorfall sehr. Sie ist noch nie in ihrem Leben mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Wir reden hier nicht über Schwarzfahren, wir reden über Stalking, Frau Verteidigerin. Geben Sie eine Chance. Wenn Ihre Mandantin bereit ist, eine Therapie zu machen, damit ich... Was ist denn? Das ist eine Bombe. Das ist eine Bombe! Raus hier! Das ist eine Bombe! Ich habe Drähte ertastet. Tasten Sie immer Ihre Post ab? Mein Name ist falsch geschrieben. Das hat mich misstrauisch gemacht. Ich gucke mir das mal an. Sie haben recht. Sie können mir den Umschlag jetzt geben. Einfach loslassen? Ja, ich kümmere mich drum. Und jetzt raus hier. Danke. Behringer hat einen Onkel, Matthias Siebert. Hier in Wiesbaden? Ja. Weiß er was? Nein, er liegt schon seit Wochen im Krankenhaus. Aber er hat ein Wohnmobil auf einem Campingplatz. Ich ruf doch mal an. Nee, komm, lass uns gleich hinfahren. Mann hat sich als Kommissar Reuter ausgegeben. Ich hatte keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Ja, ja, sehr. Aber kein Fehler damit. Können Sie den Mann beschreiben? Ja, er war mittelgroß und hatte eine Brille. Hat er gehinkt? Gehinkt, das ist mir nicht aufgefallen. Herr Reuter. Sie können sich bei einem Schutzengel bedanken. Das Ding hat Ihnen mindestens die Hand abgerissen.
nochmal. Eure Staatsanwalt. Kannst du mir bitte ein Glas Wasser holen? Aber ja, bleibst du hier. Geht schon, danke. Das ist ja ein Ding, was? Jetzt hocken wir hier schon seit zwei Tagen in diesem Scheißhaus. Das kotzt mich an. Ich hau ab. Da ist die Tür. Aber nicht ohne mein Geld. Dann musst du dich gedulden. Wo ist das Scheißgeld, verdammt? Scheißgas ist alle. An einem sicheren Ort. Ich kann das Geseier ja langsam nicht mehr hören. Ich will wissen, wo das Geld ist. Geschmeidig. Die Pässe sind noch nicht fertig. Reiß dich zusammen, Peter. Ich hab gerade davon erfahren. Das ist ja ungeheuerlich. Wie geht es Ihnen denn so? Alles gut. Ja, war es Behringer? Ich weiß es nicht. Ja. Ah, kommen Sie bitte mal rein. Oberkommissarin Semper und Hauptkommissar Struck. Guten Tag. Guten Tag. Vom MEK Hessen. Sie werden aber jetzt keinen Schritt mehr ohne die beiden tun. Frau Heinern, ich hoffe. Herr Reuter. Als leitende Oberstaatsanwältin trage ich die Verantwortung. Oh. Dann überlasse ich Sie jetzt Ihren beiden Schatten. Ja, dann. Reuter. Semper, freut mich. Struck. Guten Tag. Struck. Wollen Sie einen Kaffee? Gerne. Ja, gerne. Nehmen Sie Platz. Danke. Herr Siebert. Ja, Herr Siebert ist Dauercamper bei uns schon seit Jahren. Kommt aber kaum noch. Der hat was am Herzen. Was ist denn mit dem? Nichts. Was ist er nicht? Ja, aber den würden wir suchen. Hallo Benny, na, was gibt's? Ach so. Oh. Ah, weiß ich nicht. Wissen Sie, hier kommen eine Menge Leute. Kann ich nicht sagen. Danke. Sie vielleicht? Nee? Kennen Sie den? Tut uns leid. Kann man nichts machen. Wo haben Sie gesagt, ist die Parzelle von Herrn Siebert? Die ist ganz hinten rechts, Nummer 616. Soll ich mitkommen? Nee, danke, nicht nötig. Und haben Sie das bitte vertraulich, ja? Danke. Kerstin? Das gibt's doch nicht. Kerstin? Der Häftling heißt Vogt, Kai Vogt. Ja, dann verbinden Sie mich bitte mit dem Leiter der JVA. Ich warte, ja. Herr Gittemann, Reuter, Tag. Und was hast du gestern Abend noch gemacht? Genau. Bisschen gekocht, bisschen Glotze. Aha. Das nächste Mal rufst du mich an, dann machen wir was zusammen. Was ist da passiert? Ich hab dich den ganzen Tag um mich struppt, da brauche ich abends mal eine Auszeit. Ich muss in die städtischen Kliniken. Warum? Ist was mit Ihnen? Nein. Kerstin! Kerstin, wenn du, was machst du? Kannst du mich bitte zurückrufen? Ach, Benny, das ist doch nicht so schlimm.
Hm? Ja, dann kriegt er halt ein Knopfauge. Das können wir ja später zusammen machen, ja? Gut, Benny, du, ich muss jetzt auflegen. Ich muss arbeiten. Ja, bis dann. Tschüss, mein Schatz. Entschuldigung. Wohnen Sie hier? Ja. Ah. Ist ja ganz nett hier, ne? Ja, ja. Ich überlege eventuell, hier mal Urlaub zu machen. Ah, ja. Ah. Tschüss. Hallo, Thomas. Na? Wie geht's dir? Kerstin, wo bist du denn? Beringer ist da. Ach, wirklich? Mhm. Du, ich glaube, ich hab ihn. Okay, komm her. Er ist hier hinten lang gelaufen. Ich rufe das SEK. Ja, Reuter hier. Ich bräuchte eine SEK-Einheit hier am Campingplatz in Ginsheim. Herr Vogt hat eine schwere Sepsis. Wir mussten ihm heute Morgen den Arm abnehmen. Seine Chancen stehen schlecht. Ich glaube nicht, dass wir ihn retten können. Wie ist das denn passiert? Soweit wir es wissen, hat er sich mit einem Mitgefangenen geschlagen. Dabei hat er sich eine Verletzung zugefügt, die zunächst nicht behandelt wurde und sich entzündet hat. Und seit wann liegt er hier in der Intensivstation? Seit 3 Tagen. Dr. Marte, wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Danke. Bitte schön. Danke. Wer ist das? Karl Vogt, der hat letztes Jahr in der S-Bahn einen Rentner zusammengeschlagen, weil er ihm gesagt hatte, er soll die Füße vom den Sitzen nehmen. Und der Rentner ist dann ein paar Tage später an den Verletzungen gestorben. Wieso haben Sie geglaubt, Karl Vogt hätte den Anschlag auf Sie verübt? Weil er mir gedroht hat. Außerdem ist er Freigänger, er hat also Zeit und Gelegenheit. Vordereingang ist sicher. Achtung, alle Achtung. Zugefahrfallkommando, in Position. Vorrück. Team 2 hinten absichern. Team 3 Position, Zugriff. Tür geöffnet, Granate, Deckung. Zugriff. Achtung, Polizei! Keine Bewegung. Arm auf den Rücken, sofort! Eine Person gefunden. Wird herausgeführt. Team 3 weiter auf Standby. Und wo ist der zweite? Der ist uns niemand. Das gibt's doch gar nicht. Komm her, komm hoch. Hoch! Hey, wo ist Beringer? Das Fenster abgehauen sein. Such wo die Gegend Beringer? Ab. 3 Männer da, 3 Männer hey, da. Hey, wo ist Beringer? Verdammt! Ist doch anders hin. Hey, ist er weg? Nach Norden. Team 2. Keine Ahnung. Hat mal über Staatsanwalt Reuter gesprochen. Hat er den Namen erwähnt? Staatsanwalt Reuter? Hat er über Staatsanwalt Reuter gesprochen? Mach den Maul auf, verdammt! Ja, verdammt, was denn schon, ha? Alle mal zu, dass ihr was spielt, so, ha? Bring ihn weg von mir, ha? Nur mal drin. An alle Teams. Abrücken. Abgehauen? Ja, er muss abgehauen sein, bevor das SEK da war. Hat sein Komplizen also nicht gewarnt? Nein, Schröter heißt der Typ, der hat gepennt. Habt ihr die Beute schon gefunden? Bisher noch nicht. Und dieser Schröter weiß auch nicht, wo das Geld ist. Und wer sind die beiden da? Das ist eine Vorsichtsmaßnahme der leitenden Oberstaatsanwältin. Und jemand hat mir heute Morgen eine Briefbombe geschickt. Was? Gibt's einen Kaffee? Ja, ich mach dir einen. So, das war's. Und habt ihr alles? Ja. Gut, dann schönen Feierabend, Jungs. Danke. Okay.
Beringer kennt sich aus mit Sprengstoff. Der hat damals den Geldtransport in die Luft gesprengt. Ich frage mich bloß, wie er in der kurzen Zeit das ganze Material für eine Briefbombe zusammenbekommen hat. Vielleicht hat er ja noch Sprengstoff gehabt von dem Überfall auf den Geldtransporter. Könnte sein. Wir haben Reste im Wohnmobil gefunden. Aha. Wir haben es ins Labor geschickt. Gut. Hast du Angst? Ach, das ist nicht das erste Mal, dass mich jemand umbringen wird. Bernd. Prost, du Sack! Prost! Ja, wir wussten, dass sie wieder kommt. Warum sind Sie nicht sofort mit der Kohle abgehauen? Ich will meinen Anwalt sprechen. Herr Beringer, was haben Sie gemacht in den Tagen nach der Flucht? Anwalt sprechen. Habt ihr eine Schriftprobe? Er weigert sich und zwingen können wir ihn nicht, aber versuchen, einen Abgleich zu kriegen. Mach dir keine Sorgen, es ist vorbei. Ja, das wär's wohl. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Aber bitte unter anderen Bedingungen, ja? Hoffentlich. Tschüss, mach's gut. Tschüss. So, was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Abend? Wir gehen nach Hause. Super. Zu mir oder zu dir? Ah, Strock, du gibst wohl nie auf, was? Und bitte lächeln. Sehr gut. Opa, guck mal. Wir machen Ferien im Zelt. Aber du kannst mir nicht mitkommen. Warum denn nicht? Ich glaube nicht, dass es so große Zelte gibt. Papa la Papp, es gibt so große Zelte, da passen sogar Elefanten rein. Sag mal, musst du auf Toilette? Ja. Vergiss nicht, deine Hände zu waschen. Verstimmt halt. Euer Sohn hat einen komischen Humor. Er kommt vor in dieser Familie. Ihr wollt wirklich zelten? Nee. Ja, Benny ist ganz wild drauf, im Gegensatz zu Thomas. Na gut, ich würde mir gerne im Urlaub mein Frühstück servieren lassen. Wie zu Hause halt. 3 Wochen Luftmatratze. So, Pizza ist schon da. Also ich habe erstmal Pizza la Ciccio. Der lassen, oder? Ja, einmal mit Salami und Paprika. Für mich. Dankeschön. Diabolo. Diabolo für mich, bitte. Dankeschön. Benny! Benny! Benny, die Pizza wird kalt. Entschuldigen Sie, haben Sie mal meinen kleinen Sohn gesehen? Nein? Benny! Das kann doch nicht sein. Benny! Entschuldigen Sie, haben Sie einen kleinen Jungen gesehen? Nein. Okay. Benny! Das gibt's doch gar nicht. Benny! Habt ihr ihn gefunden? Nein.
Warum soll er rausrennen? Ich meine, es gibt Pizza. Ja, eben. Keine Ahnung, was im Kopf von einem Kind vor sich geht. Also ich guck mal drin. Benny! Nee, ne? Der sitzt da drin. Nee. Das gibt's nicht. Ein Spinner. Benny, wo warst du? Hier, das war ein cooler Trick. Was denn für ein Trick? Dass hier alle rauslaufen, wenn ich die Tür aufmache. Es hat geklappt. Sag mal, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Der Mann, der da drüben saß, hat ihn mir verraten. Wenn du dich verstecken willst, musst du eine Tür aufmachen. Dann denken alle, dass du abgehauen bist. Das soll ich dir von ihm angeben. Ja, komm, die Pizza machen uns kalt, ja? Komm. Ja, weiter hier. Ich bräuchte jemanden von der Spurensicherung. Ich habe hier ein kleines Problem. Mit dem amtlichen Kennzeichen. Ich sehe mich um, ich sehe keinen Anwalt, was mache ich hier? Sie können sofort wieder in Ihre Zelle, Behringer. Sie müssen mir nur eine kleine Frage beantworten. Sehe ich aus wie eine Plaudertasche? Woher hatten Sie die Anleitung zum Bau der Briefbombe? Was war eine Briefbombe? Ich mache mir Sorgen, warum gehst du nicht ans Telefon? Hast du angerufen? Ja, ich habe nichts gehört, entschuldige. Wir müssen den Personenschutz für dich wieder aufnehmen. Ja, ich habe mir eigentlich auch nicht vorstellen können, dass Behringer in der Lage ist, eine Briefbombe zu bauen. Magst du das Wein? Okay. Was ist mit dem Mann in der Pizzeria? Die Wirtin sagt, er war zum ersten Mal da. Ich kann ihn nicht beschreiben. Fingerabdrücke? Keine. Hast du eine Idee, wer das sein könnte? Nun, in den letzten Jahren hat mindestens ein Dutzend Verurteilter mir irgendwas Schreckliches angedroht. Ich bin schon dabei, die alten Akten zu filzen. Er muss sich mit Sprengstoff auskennen. Ja, sieht so aus. Danke. So, jetzt sind wir aber bitte durch mit diesem Thema für heute, ja? Sag mal, hast du was dagegen, wenn ich heute Nacht hier bleibe? Nein, Mann. Soll ich noch eine Flasche aufmachen? Ach, nee, danke. Ich will einen klaren Kopf behalten. Weiß Kerstin, dass du hier bist? Natürlich. Ich auch nicht bei dem Lärm. Halt!
nicht das Bild. Entschuldigung, ist hier gerade jemand vorbeigekommen? Nee. Nee? Danke. Scheiße. Er ist weg. Ja, das lag auf dem kleinen Tisch. Sieht aus wie ein Friedhof. Also mir sagen die Namen alle nichts. Ja, warte mal, lass uns da drüben noch gucken. Thomas? Ach du Scheiße. Das ist morgen. Kollege. Hallo. Na, bist du gerade dabei, den passenden Kandidaten zu suchen? Ein paar konnte ich schon ausschließen. Ihr sitzt noch im Gefängnis. Behringer hat hier keine Briefbombe geschickt. Das ist nun sicher. Der Sprengstoff ist nicht identisch. Wie war es weiter mit den Vernehmungen? Werden wir heute abschließen. Habt ihr euch die Fotos angeschaut? Ja. Keine Fingerabdrücke, keine DNA-Spuren, die wir irgendwie zuordnen können. Der Mann ist vorsichtig, trägt Handschuhe. Das fehlende Haar in deinem Namen auf dem Kreuz weist auf den gleichen Täter hin, der die Briefbombe geschickt hat. Die Spurensicherung hat das Grab und das Holzkreuz untersucht, aber nichts Verwertbares gefunden. Und den Friedhofsgärtnern ist auch nichts aufgefallen. Warum soll ich erst morgen sterben? Es ist eilig. Thomas. Der Täter will, dass du Angst hast. Er will dich seine Macht spüren lassen. Vielleicht will er dich auch in den Wahnsinn treiben. Das ist auf dem besten Wege. Er hätte durchaus die Möglichkeit, dich zu töten. Aber darum geht's ihm scheinbar nicht allein. Herr Reuter. Oh, Frau Hanna. Sie sorgen ja für Aufregung. Nichts ist mehr ferner als das, wirklich. Sie werden Wiesbaden verlassen, und zwar auf der Stelle. Aber... Nein, da gibt's überhaupt kein Aber. Das BKA hat uns ein sicheres Objekt zur Verfügung gestellt. Ein Wochenendhaus am Rande des Taunus. Weit ab vom Schuss. Wollen wir's hoffen. Und da werden Sie bleiben, bis der Täter gefasst ist. Ein Wochenendhaus. Im Taunus? Ja, super. Ja. Wir müssen einen kleinen Umweg machen. Ich habe noch was zu erledigen. Bitte. Das ist keine so gute Idee. Wieso? Weil Sie in Wiesbaden in Gefahr sind. Mein Todestag ist doch erst morgen. Herr Staatsanwalt? Wo ist denn Kai Vogt? In der Pathologie. Er hat es nicht geschafft. Die Vergiftung war nicht mehr aufzuhalten. Wann genau ist er denn gestorben? Gestern um 21.35 Uhr. Und wann haben Sie ihm den Arm amputiert? Vor 3 Tagen. Warum wollen Sie das wissen? Hat ihn sein Vater besucht? Ja, der war hier. Danke Ihnen, ja. Ja, eigentlich hätte der Vater ins Gefängnis gehört. Der hat seinen Sohn durch die Kindheit geprügelt und nichts getan, um die kriminelle Karriere zu verhindern. Schwere Kindheit also? Ja, sieht so aus. Das ist keine Entschuldigung. Sie sagen es. Bernd, was machst du denn hier?
Ich denke, du bist längst im Taunus. Ich habe eine Theorie, die muss ich stimmen. Aber ich finde es sehr leichtsinnig von dir, dass du immer noch hier rumläufst, während Leute nach deinem Leben trachten. Der Täter handelt nach einem bestimmten Schema. Wisst ihr über Kai Vogt Bescheid? Der Oberschläger, ja. Liegt im Krankenhaus. Er ist gestorben. Kai Vogt wird vor etwas mehr als einer Woche mit einer Blutvergiftung eingeliefert. Vor 3 Tagen wird ihm ein Arm amputiert. Einen Tag später bekomme ich die Briefbombe, die mir einen Arm abgerissen hätte. Vor 2 Tagen erfährt Lukas Vogt von den Ärzten, dass sein Sohn sterben wird. Und seitdem steht dein Name auf dem Holzkreuz und du erhielst den ersten Teil des Fotos. Kai Vogt stirbt gestern und ich bekomme den zweiten Teil des Fotos. Ich meine, das kann doch kein Zufall sein. Nee. Wir sollten uns Lukas Vogt vornehmen. Ich komme mit. Nee. Wir wollen jetzt mal nicht tollkühn werden, Herr Reuter. Stuck hat recht. Bring dich lieber in Sicherheit. Auf geht's. Bitte. Na gut, dann bringe mich jetzt mal in Sicherheit. Herr Vogt? Lukas Vogt? Guten Tag, Thomas Reuter, Kripo Wiesbaden. Kommissarin Klar, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss. Was glauben Sie hier zu finden? Hör doch mal auf! Hinweise, dass Sie eine Straftat begangen haben. Ich habe alle Autos legal gekauft. Herr Vogt, Sie werden verdächtigt, einen Anschlag auf das Leben von Oberstaatsanwalt Reuter begangen zu haben. Ich habe gerade meinen Sohn verloren. Wir sehen da einen Zusammenhang. Können Sie mir sagen, was das hier ist? Wissen Sie doch. Sprengstoff. Und wofür brauchen Sie hier Sprengstoff? Gar nicht. Warum haben Sie nun welche im Haus? Das war übrig geblieben. Das andere habe ich für den Bau einer Briefbombe verwendet. Das hätten Sie doch ohnehin herausbekommen. Ich hätte mir so gewünscht, dass Ihrem Vater die Hand abgerissen wird. So, Schluss jetzt. Festnehmen! Das ist wirklich verdient. Ihr Sohn hat einen wehrlosen Menschen umgebracht. Mein Vater hat ihn angeklagt und ein Gericht hat ihn verurteilt. Und so läuft das hier auch. Der Richter hat nur das gemacht, was Reuter wollte. Reuter ist schuld. Warum haben Sie meinen Vater nicht gleich umgebracht, als Sie gestern bei ihm im Haus waren? Ich wollte ihm nur die eine Hälfte des Fotos bringen und ihm klar machen, dass ich ihn jederzeit töten kann. Er sollte sich vor Angst in die Hose machen. Haben Sie sich gar nicht verletzt beim Sprung durch die Scheibe? Nur ein paar Kratzer.
Wie geht es, Benny? Heute sollte spüren, was es heißt, wenn man ein Kind verliert. Sie sind widerlich. Bringen Sie ihn ins Kommissariat. Los, weiter hier, wir sind noch nicht fertig. Ach, Herr Vogt, Sie hätten beim Italiener Ihre Nudeln essen sollen. Die waren hervorragend, ich hatte die gleichen. Damit Sie meine Fingerabdrücke am Besteck finden. So blöd bin ich nicht. Außerdem schienen Sie mir nicht al dente zu sein. Ich glaube, der kann uns verarschen, aber so clever ist er nicht. Wenn er nicht sofort gestanden hätte, dann wäre ich nicht misstrauisch geworden. Er hat einen Komplizen. Und der hat ihm alles berichtet. Nur nicht, dass er sich Pizza bestellt hatte. Das haben wir gefunden. Gut. Danke. Oh. Das finde ich jetzt aber ein bisschen karg für meine Henkersmatheit. Hm? Gut, dass Struck eingekauft hat, ne? Na, habe ich das. Es gibt mein Leibgericht. Ravioli. Oh, ich sehe, sind Sie ein großer Freund der italienischen Küche. Nur das Beste vom Besten. Hm. Mir läuft auch schon das Wasser im Mund zusammen. Ja, das verstehe ich. Thomas? Lukas Vogt ist nicht unser Mann. Er hat zwar gestanden und er hat auch Täterwissen, aber dabei ist ihm ein Fehler unterlaufen. Also ich gehe davon aus, dass er vor allem Zeit gewinnen will. Und er will den wirklichen Täter schützen. Ja, Lukas Vogt ist nicht der Typ, der einen Killer bestellt. Entweder der Täter steht ihm sehr nahe oder er hat ein ähnliches Motiv. Wer kann es denn sonst gewesen sein? Das ist ja eine tolle Frage. Toll. Ich denke gerade an den Prozess gegen Kai Vogt. Da war in irgendeinem Zusammenhang die Rede davon, dass Lukas Vogt einen zweiten Sohn hat. Okay, ich kümmere mich drum. Zu früh gefreut. Lukas Vogt hat einen Komplizen. Ach. Das Gas ist alle. Ich gehe mal nach draußen, dann posten wir ziehen als Erster. Kümmerst du dich ums Essen? Ja. Danke. Hey. Mit bestem Fleisch in der Füllung. Ja, das Gas ist leider alle. Glück muss man haben. Tut mir leid, ich hätte mich um den Einkauf kümmern sollen. Kommen Sie gern. Ich esse lieber. Sieh mir ihn gar nicht an, im Gegensatz zu mir. Was ist mit Ihnen? Nehmen Sie nichts? Nee, danke. Ich muss jetzt den Kollegen Struck ablösen. Ah ja. Es gibt ja schließlich sein Leibgericht. Sie hatten recht. Kai Vogt hat einen älteren Bruder, Sebastian Vogt, 34. In der Akte vom Jugendamt steht, dass er von seinem Vater geschlagen wurde. Genauso wie sein Bruder. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Was macht er so? Er ist Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr. Das heißt, er war es. Vor einer Woche etwa ging seine Dienstzeit zu Ende. Während des Prozesses von Kai Vogt war er in Afghanistan. So, und jetzt kommt's. Er hat eine Sprengstoffausbildung. Also, alles spricht dafür, dass er ihr Verfolger ist. Und wo ist er jetzt? Er hat die Adresse seines Vaters angegeben, aber da ist er nicht. Wir fahnden nach ihm. Also, Herr Reuter, Sie bleiben, wo Sie sind. Das ist am sichersten. Und bleiben Sie im Haus.
Ja, ist gut. Mach ich. Danke. Aus ein paar, Herr Struck. Aus ein paar, Herr Struck. Hallo? 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 Frau Sempal? Herr Struck? Hallo? Guten Abend, Herr Staatsanwalt. Was haben Sie mit den beiden gemacht? Im Gegensatz zu Ihnen werden die beiden nicht sterben. Warum wollen Sie mich töten? Weil Sie der Mörder meines Bruders sind? Aber das ist doch... Er geht nicht an sein Telefon. Komm, lass uns losfahren. Ich rufe die Semper an. Thank you.
wieder nur die Mailbox. Wer sagt denn, dass ich der Mörder Ihres Bruders bin? Halt die Fresse! Außer Ihrem Vater sagt das niemand, aber Sie glauben ihm, weil Sie keine eigene Meinung haben und weil Sie keinen eigenen Standpunkt haben. Jetzt fühlen Sie sich wahrscheinlich großartig mit Ihrer scheiß Knarre in der Hand. Na los, Sebastian, ich habe keine Angst mehr vor Ihnen. Angeklagt, weil er einen alten, wehrlosen Mann in der S-Bahn totgeschlagen hat. Darum ist er ins Gefängnis gekommen. Ja, er wird schon seinen Grund gehabt haben. Aber er wäre noch am Leben, wenn du nicht gewesen wärst. Falsch, Sebastian. Ganz falsch. Er wäre noch am Leben, wenn Ihr Vater ihn nicht zu einem skrupellosen, brutalen Menschen geprügelt hätte. So hat er das auch mit Ihnen gemacht, oder? Mein Vater hat uns gut erzogen. Ich bin stolz auf ihn. Ach, und warum haben Sie die erste Gelegenheit genutzt und haben sich zur Bundeswehr verdrückt? Kai hat gelitten wie Hund, dass sie ihn allein gelassen haben mit ihrem Vater. Du bist ein Lügner. Halt endlich dein Maul! Ich hab das blöde Gequatsche. Wer ist schuld daran, dass Kai qualvoll verrecken musste? Alter hat alles zerstört. Ist der einzige Sohn, der mir geblieben ist. Sebastian? Erinnern Sie sich an den 14. Geburtstag Ihres Bruders? Ihr Vater hat Kai damals die ganze Nacht bei Eiseskälte in einen Schuppen eingesperrt, weil Kai beim Abendessen ein Glas Limonade umgekippt hat. So ist Ihr Vater. Woher weißt du das? Sie wollten doch im Prozess schon unsere Familie zerstören. Los, Sebastian, töte ihn! Sie sind ein alter Mann, Herr Vogt, aber Sebastian hat noch sein ganzes Leben vor sich. Und trotzdem wollen Sie, dass er für Sie, für Ihre Rache seinen Kopf hinhält und ins Gefängnis geht. Wenn Sie wirklich so ein liebevoller Vater sind, warum machen Sie es nicht selbst? Wie Sie wollen, Leute. Waffe weg! Ah! 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 Wo ist mein Vater? Wo ist mein Vater, verdammt! Hallo, Thomas. Schön, dass ihr da seid. Ah!
Ja. Komm, ich helfe dir hoch. Oh, so was, vielleicht ein Taschentuch. Ja. Oh. Ja. Oh. Vielen Dank. Oh. Dankeschön. Du bist genauso ein Versager wie dein Bruder. Herr Reuter, wir müssen uns bei Ihnen entschuldigen. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, nur ein Kratzer. Wir hätten das kommen sehen müssen. Schon in Ordnung. Ich will nach Hause. Wir fahren Sie. Danke. Die Tat wurde mit großer Skrupellosigkeit und Brutalität durchgeführt. Zwei Menschen wurden heimtückisch und grausam getötet. Der Angeklagte ist bereits mehrfach straffällig geworden. Niemals, niemals hat er Reue oder Einsicht gezeigt. Im Gegenteil, seine Straftaten wurden zunehmend brutaler und menschenverachtender. Vor diesem Hintergrund fordert die Staatsanwaltschaft, eine frühzeitige Entlassung des Angeklagten auszuschließen. Runter! Runter! Runter, habe ich gesagt! Straße. Straßensperre steht, Fahrzeugkontrolle hat nichts ergeben. Gut, danke. Ich will jetzt keine Ausreden. Danke für die Ausreden. Beeilt euch. Also, der Typ von der Reinigungsfirma steht zwar unter Schock, ist aber unverletzt. Okay, so, Jungs, die Großfahndung läuft. Zoll, Bundespolizei, Autobahnpolizei sind informiert. Was ist mit der Meldung an Europol? Ist raus. Wie sieht's mit den Straßensperren aus? Geht alles. Und hier ist eine Liste mit allen möglichen Unterkünften hier in der Gegend. Kannst du die bitte abtelefonieren? Ja klar, mach ich direkt. Und, hast du was entdeckt? Na, schau mal, sein Gesicht ist nicht zu erkennen. Er ist enormes Risiko eingegangen, um seinen Komplizen zu befreien. Hast du die Liste mit den Campingplätzen? Super, danke. Also muss es sich lohnen. Und das kann nur heißen, Behringer muss im Besitz der Beute sein. Und um in das Geld zu kommen, musste er befreit werden. Ja. Und hast du mit deinem Vater telefoniert? Wie geht's ihm? Ja, kennst ihn ja, er reißt sie zusammen. Okay, weiter geht's. Ja? Tja, dass die Angeklagten uns nicht mögen und auch schon mal bedrohen, ist ja klar. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat er gezielt auf sie geschossen. Der wollte sie umbringen. Ja, ich habe ihn identifiziert. Mir hat er zu verdanken, dass er nicht mit seinem Geld irgendwo am Strand liegen kann. Ein Zeuge hat den Überfall auf den Geldtransporter mit seinem Handy gefilmt. Da habe ich ihn wiedererkannt. Aber er war doch maskiert. Komplizen. Ich gehe mal nach draußen, dann posten wir ziehen als Erster. Kümmerst du dich ums Essen? Ja. Danke. Hey, mit bestem Fleisch in der Füllung. Ja, das Gas ist leider alle. Glück muss man haben. Was ist der Schlüssel?
tut mir leid, ich hätte mich um den Einkauf kümmern sollen. Kommen Sie gern. Ich esse lieber. Sieh mir ihn gar nicht an, im Gegensatz zu mir. Was ist mit Ihnen? Nehmen Sie nichts? Nee, danke. Ich muss jetzt den Kollegen Struck ablösen. Ah ja. Es gibt ja schließlich sein Leibgericht. Sie hatten recht. Kai Vogt hat einen älteren Bruder, Sebastian Vogt, 34. In der Akte vom Jugendamt steht, dass er von seinem Vater geschlagen wurde. Genauso wie sein Bruder. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Was macht er so? Er ist Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr. Das heißt, er war es. Vor einer Woche etwa ging seine Dienstzeit zu Ende. Während des Prozesses von Kai Vogt war er in Afghanistan. So, und jetzt kommt's. Er hat eine Sprengstoffausbildung. Also, alles spricht dafür, dass er ihr Verfolger ist. Und wo ist er jetzt? Er hat die Adresse seines Vaters angegeben, aber da ist er nicht. Wir fahnden nach ihm. Also, Herr Reuter, Sie bleiben, wo Sie sind. Das ist am sichersten. Und bleiben Sie im Haus. Ja, ist gut. Mach ich. Danke. Ja, super. Ja. Wir müssen einen kleinen Umweg machen. Ich habe noch was zu erledigen. Bitte. Das ist keine so gute Idee. Wieso? Weil Sie in Wiesbaden in Gefahr sind. Mein Todestag ist doch erst morgen. Herr Staatsanwalt? Wo ist denn Kai Vogt? In der Pathologie. Er hat es nicht geschafft. Die Vergiftung war nicht mehr aufzuhalten. Ja. Wann genau ist er denn gestorben? Gestern um 21.35 Uhr. Und wann haben Sie ihm den Arm amputiert? Vor 3 Tagen. Warum wollen Sie das wissen? Hat ihn sein Vater besucht? Ja, der war hier. Danke Ihnen, ja. Ja, eigentlich hätte der Vater ins Gefängnis gehört. Der hat seinen Sohn durch die Kindheit geprügelt und nichts getan, um die kriminelle Karriere zu verhindern. Schwere Kindheit also? Ja, sieht so aus. Das ist keine Entschuldigung. Sie sagen es. Bernd, was machst du denn hier? Ich denke, du bist längst im Taunus. Ich habe eine Theorie, die muss ich stellen. Ich finde es sehr leichtsinnig von dir, dass du immer noch hier rumläufst, während Leute nach deinem Leben trachten. Der Täter handelt nach einem bestimmten Schema. Wisst ihr über Kai Vogt Bescheid? Der Oberschläger, ja, liegt im Krankenhaus. Er ist gestorben. Kai Vogt wird vor etwas mehr als einer Woche mit einer Blutvergiftung eingeliefert. Vor 3 Tagen wird ihm ein Arm amputiert. Einen Tag später bekomme ich die Briefbombe, die mir einen Arm abgerissen hätte. Vor 2 Tagen erfährt Lukas Vogt von den Ärzten, dass sein Sohn sterben wird. Und seitdem steht dein Name auf dem Holzkreuz und du erhielst den ersten Teil des Fotos. Kai Vogt stirbt gestern und ich bekomme den zweiten Teil des Fotos. Ich meine, das kann doch kein Zufall sein. Nee. Wir sollten uns Lukas Vogt vornehmen. Ich komme mit. Nee. Wir wollen jetzt mal nicht tollkühn werden, Herr Reuter. Struck hat recht. Bring dich lieber in Sicherheit. Auf geht's. Bitte. Na gut, dann bringe mich jetzt mal in Sicherheit. Herr Vogt? Lukas Vogt? Guten Tag, Thomas Reuter, Kripo Wiesbaden. Kommissarin Klar, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss. Was glauben Sie hier zu finden? Hör doch mal auf! Hinweise, dass Sie eine Straftat begangen haben. Ich habe alle Autos legal gekauft. Herr Vogt, Sie werden verdächtigt, einen Anschlag auf das Leben von Oberstaatsanwalt Reuter begangen zu haben. Ich habe gerade meinen Sohn verloren. Wir sehen da einen Zusammenhang. Entschuldigung, ist hier gerade jemand vorbeigekommen? Nee. Nee?
Danke. Scheiße. Er ist weg. Ja, das lag auf dem kleinen Tisch. Sieht aus wie ein Friedhof. Also mir sagen die Namen alle nichts. Ja, warte mal, lass uns da drüben noch gucken. Thomas? Ach du Scheiße. Kollege. Hallo. Na, bist du gerade dabei, den passenden Kandidaten zu suchen? Ein paar konnte ich schon aufschließen. Die sitzen noch im Gefängnis. Behringer hat dir keine Briefbombe geschickt. Das ist nun sicher. Der Sprengstoff ist nicht identisch. Wie war es heute mit den Vernehmungen? Werden wir heute abschließen. Habt ihr euch die Fotos angeschaut? Ja. Keine Fingerabdrücke, keine DNA-Spuren, die wir irgendwie zuordnen können. Der Mann ist vorsichtig, trägt Handschuhe. Das fehlende Haar in deinem Namen auf dem Kreuz weist auf den gleichen Täter hin, der die Briefbombe geschickt hat. Die Spurensicherung hat das Grab und das Holzkreuz untersucht, aber nichts Verwertbares gefunden. Und den Friedhofsgärtnern ist auch nichts aufgefallen. Warum soll ich erst morgen sterben? Es ist eilig. Eine Person gefunden. Wird herausgeführt. Die drei weiter auf Standby. Und wo ist der zweite? Der ist sonst niemand. Das gibt's doch gar nicht. Komm her, komm hoch. Hoch! Hey, wo ist Behringer? Fenster abgehauen sein. Such wo die ist Gegend ab. Drei Männer da, drei Männer hey, da. Hey, wo ist Behringer? Verdammt! Ist doch alles hin. Hey, ist er weg? Keine Ahnung. Hat er mal über Staatsanwalt Reuter gesprochen? Hat er den Namen erwähnt? Staatsanwalt Reuter? Hat er über Staatsanwalt Reuter gesprochen? Mach den Maul auf, verdammt! Ja, verdammt, was denn schon, ha? Alle, mach zu, dass ihr was willst, ha? Bring ihn weg von mir, ha? Nur mal drin. Jetzt vor, Verdächtiger angeschlossen. Könnt ihr was sehen? Verdächtiger nicht aufgefunden. Einsam zu zwei, habt ihr was gesehen? Verdächtiger noch nicht aufgefunden. Kommando an alle Teams, abrücken. Abgehauen? Ja, er muss abgehauen sein, bevor das SEK da war. Hat sein Komplizen also nicht gewarnt? Nein, Schröter heißt der Typ, der hat gepennt. Habt ihr die Beute schon gefunden? Bisher noch nicht. Und dieser Schröter weiß auch nicht, wo das Geld ist. Und wer sind die beiden da? Das ist eine Vorsichtsmaßnahme der leitenden Oberstaatsanwältin. Und jemand hat mir heute Morgen eine Briefbombe geschickt. Was? Gibt's einen Kaffee? Ja, ich mach dir einen. So, das war's. Und habt ihr alles? Ja. Gut, dann schönen Feierabend, Jungs. Danke. Okay.
Behringer kennt sich aus mit Sprengstoff. Der hat damals den Geldtransporter in die Luft gesprengt. Ich frage mich bloß, wie er in der kurzen Zeit das ganze Material für eine Briefbombe zusammenbekommen hat. Vielleicht hat er ja noch Sprengstoff gehabt von dem Überfall auf den Geldtransporter. Könnte sein. Was hier ist? Wissen Sie doch, Sprengstoff. Und wofür brauchen Sie hier Sprengstoff? Gar nicht. Warum haben Sie nun welchen im Haus? Das war übrig geblieben. Das andere habe ich für den Bau einer Briefbombe verwendet. Das hätten Sie doch ohnehin herausbekommen. Ich hätte mir so gewünscht, dass Ihrem Vater die Hand abgerissen wird. So, Schluss jetzt. Festnehmen! Das ist wirklich verdient. Ihr Sohn hat einen wehrlosen Menschen umgebracht. Mein Vater hat ihn angeklagt und ein Gericht hat ihn verurteilt. Und so läuft das hier auch. Der Richter hat nur das gemacht, was Reuter wollte. Reuter ist schuld. Warum haben Sie meinen Vater nicht gleich umgebracht, als Sie gestern bei ihm im Haus waren? Ich wollte ihm nur die eine Hälfte des Fotos bringen und ihm klar machen, dass ich ihn jederzeit töten kann. Er sollte sich vor Angst in die Hose machen. Haben Sie sich gar nicht verletzt beim Sprung durch die Scheibe? Nur ein paar Kratzer. Wie geht es, Benny? Heute sollte spüren, was es heißt, wenn man ein Kind verliert. Sie sind widerlich. Bringen Sie ihn ins Kommissariat. Los, weiter hier, wir sind noch nicht fertig. Herr Vogt? Lukas Vogt? Guten Tag, Thomas Reuter, Kripo Wiesbaden. Kommissarin Klar, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss. Was glauben Sie hier zu finden? Hör doch mal auf! Hinweise, dass Sie eine Straftat begangen haben. Ich habe alle Autos legal gekauft. Herr Vogt, Sie werden verdächtigt, einen Anschlag auf das Leben von Oberstaatsanwalt Reuter begangen zu haben. Ich habe gerade meinen Sohn verloren. Wir sehen da einen Zusammenhang.
mich drum. Zu früh gefreut. Lukas Vogt hat einen Komplizen. Ach. Das Gas ist alle. Ich gehe mal nach draußen, dann posten wir ziehen als Erster. Kümmerst du dich ums Essen? Ja. Danke. Hey. Mit bestem Fleisch in der Füllung. Ja, das Gas ist leider alle. Glück muss man haben. Tut mir leid, ich hätte mich um den Einkauf kümmern sollen. Kommen Sie gern. Ich esse lieber. Sieht man ihn gar nicht an. Im Gegensatz zu mir. Was ist mit Ihnen? Nehmen Sie nichts? Nee, danke. Ich muss jetzt den Kollegen Struck ablösen. Ah ja. Es gibt ja schließlich sein Leibgericht. Sie hatten recht. Kai Vogt hat einen älteren Bruder, Sebastian Vogt, 34. In der Akte vom Jugendamt steht, dass er von seinem Vater geschlagen wurde. Genauso wie sein Bruder. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Was macht er so? Er ist Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr. Das heißt, er war es. Vor einer Woche etwa ging seine Dienstzeit zu Ende. Während des Prozesses von Kai Vogt war er in Afghanistan. So. Der Angeklagte ist bereits mehrfach straffällig geworden. Aber niemals, niemals hat er Reue oder Einsicht gezeigt. Im Gegenteil. Seine Straftaten wurden zunehmend brutaler und menschenverachtender. Vor diesem Hintergrund fordert die Staatsanwaltschaft, eine frühzeitige Entlassung des Angeklagten auszuschließen. Runter! Runter! Runter, habe ich gesagt! Straßensperre steht, Fahrzeugkontrolle hat nichts ergeben. Gut, danke. Ich will jetzt keine Ausreden. Danke für die Ausreden. Beeilt euch. Also, der Typ von der Reinigungsfirma steht zwar unter Schock, ist aber unverletzt. Okay, so, Jungs, die Großfahndung läuft. Zoll, Bundespolizei, Autobahnpolizei sind informiert. Was ist mit der Meldung an Europol? Ist raus. Wie sieht's mit den Straßensperren aus? Geht alles. Und hier ist eine Liste mit allen möglichen Unterkünften hier in der Gegend. Kannst du die bitte abtelefonieren? Ja klar, mach ich direkt. Und, hast du was entdeckt? Na, schau mal, sein Gesicht ist nicht zu erkennen. Er ist enormes Risiko eingegangen, um seinen Komplizen zu befreien. Hast du die Liste mit den Campingplätzen? Super, danke. Also muss es sich lohnen. Und das kann nur heißen, Behringer muss im Besitz der Beute sein. Und um in das Geld zu kommen, musste er befreit werden. Ja. Und hast du mit deinem Vater telefoniert? Wie geht's ihm? Ja, kennst ihn ja, er reißt sie zusammen. Okay, weiter geht's. Ja?
Tja, dass die Angeklagten uns nicht mögen und auch schon mal bedrohen, ist ja klar. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat er gezielt auf sie geschossen. Der wollte sie umbringen. Ja, ich habe ihn identifiziert. Mir hat er zu verdanken, dass er nicht mit seinem Geld irgendwo am Strand liegen kann. Ein Zeuge hat den Überfall auf den Geldtransporter mit seinem Handy gefilmt. Da habe ich ihn wiedererkannt. Aber er war doch maskiert. Er hing gleich. Ich hatte schon mehrfach mit ihm zu tun. Daher weiß ich das. Soll ich Personenschutz für Sie beantragen? Nein, ich glaube. Er ist ein Gewohnheitsverbrecher mit enormer krimineller Energie. Das ist sehr nett von Ihnen, Frau Heinlein, aber ich glaube, das ist nicht nötig. Der ist doch schon längst über die Berge. Wer sagt denn, dass ich der Mörder Ihres Bruders bin? Halt die Fresse. Außer Ihrem Vater sagt das niemand, aber Sie glauben ihm, weil Sie keine eigene Meinung haben und weil Sie keinen eigenen Standpunkt haben. Jetzt fühlen Sie sich wahrscheinlich großartig mit Ihrer scheiß Knarre in der Hand. Na los, Sebastian, ich habe keine Angst mehr vor Ihnen. Angeklagt, weil er einen alten, wehrlosen Mann in der S-Bahn totgeschlagen hat. Darum ist er ins Gefängnis gekommen. Er wird schon seinen Grund gehabt haben. Aber er wäre noch am Leben, wenn du nicht gewesen wärst. Falsch, Sebastian. Ganz falsch. Er wäre noch am Leben, wenn Ihr Vater ihn nicht zu einem skrupellosen, brutalen Menschen geprügelt hätte. So hat er das auch mit Ihnen gemacht, oder? Mein Vater hat uns gut erzogen. Ich bin stolz auf ihn. Ach, und warum haben Sie die erste Gelegenheit? Frau Semper, Herr Struck. Hallo?
Frau Semper? Herr Struck? Hallo? Guten Abend, Herr Staatsanwalt. Was haben Sie mit den beiden gemacht? Im Gegensatz zu Ihnen werden die beiden nicht sterben. Warum wollen Sie mich töten? Weil Sie der Mörder meines Bruders sind? Aber das ist doch... Er geht nicht an sein Telefon. Komm, lass uns losfahren. Ich rufe die Semper an. Jetzt den Kollegen Struck ablösen. Ah ja. Es gibt ja schließlich sein Leibgericht. Thomas? Ihr Heinlein, Herr Reuter, Sie hatten recht. Kai Vogt hat einen älteren Bruder, Sebastian Vogt, 34. In der Akte vom Jugendamt steht, dass er von seinem Vater geschlagen wurde. Genauso wie sein Bruder. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Was macht er so? Er ist Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr. Das heißt, er war es. Vor einer Woche etwa ging seine Dienstzeit zu Ende. Während des Prozesses von Kai Vogt war er in Afghanistan. So, und jetzt kommt's. Er hat eine Sprengstoffausbildung. Also, alles spricht dafür, dass er ihr Verfolger ist. Und wo ist er jetzt? Er hat die Adresse seines Vaters angegeben, aber da ist er nicht. Wir fahnden nach ihm. Also, Herr Reuter, Sie bleiben, wo Sie sind. Das ist am sichersten. Und bleiben Sie im Haus. Ja, ist gut. Mach ich. Danke. Frau Semper, Herr Struck? Frau Semper, Herr Struck? Hallo? 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 Ich habe noch was zu erledigen. Wenn du mich verarschen willst, mache ich dich kalt. Damals verpfeifen können. Habe ich's gemacht? Habe ich's gemacht? Nee, habe ich nicht. Also,
war gut heute Morgen. Herr Reuter? Ja? Ihre Post ist gerade eben noch reingekommen. Soll ich Sie eben ins Büro bringen? Nee, ich nehme die gleich mit. Danke. Das geht. Danke. Tschüss. Tschüss. Herr Reuter, Sabine Jakobi, ich bin die Anwältin der Angeklagten. Können wir kurz sprechen? Ja, ja. Meine Mandantin bedauert den Vorfall sehr. Sie ist noch nie in ihrem Leben mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Wir reden hier nicht über Schwarzfahren, wir reden über Stalking, Frau Verteidigerin. Geben Sie eine Chance. So, wenn Ihre Mandantin bereit ist, eine Therapie zu machen, damit ich... Was ist denn? Das ist eine Bombe. Das ist eine Bombe! Raus hier, das ist eine Bombe! Ich habe Drähte ertastet. Lassen Sie mal Ihre Post ab. Mein Name ist falsch geschrieben. Das hat mich misstrauisch gemacht. Ich gucke mir das mal an. Nicht das Bild! Entschuldigung, ist hier gerade jemand vorbeigekommen? Nee. Nee? Danke. Scheiße. Er ist weg. Ja, das lag auf dem kleinen Tisch. Aus wie ein Friedhof. Also mir sagen die Namen alle nichts. Ja, warte mal, lass uns da drüben noch gucken. Thomas? Ach du Scheiße. Das ist morgen. Kollege. Hallo. Na, bist du gerade dabei, den passenden Kandidaten zu suchen? Ein paar konnte ich schon ausschließen. Wir sitzen noch im Gefängnis. Behringer hat hier keine Briefbombe geschickt. Das ist nun sicher. Der Sprengstoff ist nicht identisch.
Wie war es weiter mit den Vernehmungen? Werden wir heute abschließen. Habt ihr euch die Fotos angeschaut? Ja. Keine Fingerabdrücke, keine DNA-Spuren, die wir irgendwie zuordnen können. Der Mann ist vorsichtig, trägt Handschuhe. Das fehlende Haar in deinem Namen auf dem Kreuz weist auf den gleichen Täter hin, der die Briefbombe geschickt hat. Die Spurensicherung hat das Grab und das Holzkreuz untersucht, aber nichts Verwertbares gefunden. Und den Friedhofsgärtnern ist auch nichts aufgefallen. Warum soll ich erst morgen sterben? Das ist eilig. Thomas. Der Täter will, dass du Angst hast. Er will dich seine Macht spüren lassen. Vielleicht will er dich auch in den Wahnsinn treiben. Das ist auf dem besten Wege. Er hätte durchaus die Möglichkeit, dich zu töten. Aber darum geht's ihm scheinbar nicht allein. Herr Reuter. Oh, Frau. Sie sorgen ja für Aufregung. Nichts ist mir ferner als das, wirklich. Sie werden Wiesbaden verlassen, und zwar auf der Stelle. Aber... Nein, da gibt's überhaupt kein Aber. Das BKA hat uns ein sicheres Objekt zur Verfügung gestellt. Ein Wochenendhaus am Rande des Taunus. Weit ab vom Schuss. Wollen wir's hoffen. Und da werden Sie bleiben, bis der Täter gefasst ist. Ein Wochenendhaus? Im Taunus? Ja, super. Wir müssen einen kleinen Umweg machen. Ich habe noch was zu erledigen. Das ist keine so gute Idee. Wieso? Weil Sie in Wiesbaden in Gefahr sind. Mein Todestag ist doch erst morgen. Herr Staatsanwalt? Wo ist denn Kai Vogt? In der Pathologie. Er hat es nicht geschafft. Die Vergiftung war nicht mehr aufzuhalten. Ja. Wann genau ist er denn gestorben? Gestern um 21.35 Uhr. Und wann haben Sie ihm den Arm amputiert? Vor 3 Tagen. Warum wollen Sie das wissen? Hat ihn sein Vater besucht? Ja, der wäre hier. Danke Ihnen, ja. Ja, eigentlich hätte der Vater ins Gefängnis gehört. Der hat seinen Sohn durch die Kindheit geprügelt und nichts getan, um die kriminelle Karriere zu verhindern. Schwere Kindheit also? Ja, sieht so aus. Das ist keine Entschuldigung. Sie sagen es. Bernd, was machst du denn hier? Ich denke, du bist längst im Taunus. Ich habe eine Theorie, die muss ich stemmen. Ich finde es sehr leichtsinnig von dir, dass du immer noch hier rumläufst, während Leute nach deinem Leben trachten. Der Täter handelt nach einem bestimmten Schema. Wisst ihr über Kai Vogt Bescheid? Der Oberschläger, ja. Liegt im Krankenhaus. Er ist gestorben. Kai Vogt wird vor etwas mehr als einer Woche mit einer Blutvergiftung eingeliefert. Vor 3 Tagen wird ihm ein Arm amputiert. Einen Tag später bekomme ich die Briefbombe, die mir einen Arm abgerissen hätte. Vor 2 Tagen erfährt Lukas Vogt von den Ärzten, dass sein Sohn sterben wird. Und seitdem steht dein Name auf dem Holzkreuz und du erhielst den ersten Teil des Fotos. Kai Vogt stirbt gestern und ich bekomme den zweiten Teil des Fotos. Ich meine, das kann doch kein Zufall sein. Nee. Wir sollten uns Lukas Vogt vornehmen. Ich komme mit. Nee. Wir wollen jetzt mal nicht tollkühn werden, Herr Reuter. Stuck hat recht. Bring dich lieber in Sicherheit. Auf geht's. Bitte. Gut, dann bringe mich jetzt mal in Sicherheit. Herr Vogt? Lukas Vogt? Guten Tag, Thomas Reuter, Kripo Wiesbaden. Kommissarin Klar, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss. Was glauben Sie hier zu finden? Hör doch mal auf! Hinweise, dass Sie eine Straftat begangen haben. Ich habe alle Autos legal gekauft. Herr Vogt, Sie werden verdächtigt, einen Anschlag auf das Leben von Oberstaatsanwalt Reuter begangen zu haben. Ich habe gerade meinen Sohn verloren. Wir sehen da einen Zusammenhang. Thank you.
Sie doch. Sprengstoff. Und wofür brauchen Sie hier Sprengstoff? Gar nicht. Warum haben Sie nun welchen im Haus? Das war übrig geblieben. Das andere habe ich für den Bau einer Briefbombe verwendet. Das hätten Sie doch ohnehin herausbekommen. Ich hätte mir so gewünscht, dass Ihrem Vater die Hand abgerissen wird. So, Schluss jetzt. Festnehmen! Das ist wirklich verdient. Ihr Sohn hat einen wehrlosen Menschen umgebracht. Mein Vater hat ihn angeklagt und ein Gericht hat ihn verurteilt. Und so läuft das hier auch. Der Richter hat nur das gemacht, was Reuter wollte. Reuter ist schuld. Warum haben Sie meinen Vater nicht gleich umgebracht, als Sie gestern bei ihm im Haus waren? Ich wollte ihm nur die eine Hälfte des Fotos bringen und ihm klar machen, dass ich ihn jederzeit töten kann. Er sollte sich vor Angst in die Hose machen. Haben Sie sich gar nicht verletzt beim Sprung durch die Scheibe? Nur ein paar Kratzer. Wie geht es, Benny? Heute sollte spüren, was es heißt, wenn man ein Kind verliert. Sie sind widerlich. Bringen Sie ihn ins Kommissariat. Los, weiter hier, wir sind noch nicht fertig. Ach, Herr Vogt, Sie hätten beim Italiener Ihre Nudeln essen sollen. Die waren hervorragend, ich hatte die gleichen. Damit Sie meine Fingerabdrücke am Besteck finden. So blöd bin ich nicht. Außerdem schienen Sie mir nicht al dente zu sein. Ich glaube, der kann uns verarschen, aber so clever ist er nicht. Wenn er nicht sofort gestanden hätte, dann wäre ich nicht misstrauisch geworden. Er hat einen Komplizen. Und der hat ihm alles berichtet. Nur nicht, dass er sich Pizza bestellt hatte. Das haben wir gefunden. Gut. Danke. Oh. Das finde ich jetzt aber ein bisschen karg für meine Henkersmahlzeit. Hm? Gut, dass Struck eingekauft hat, ne? Da habe ich das. Es gibt mein Leibgericht. Ravioli. Oh, ich sehe, sind Sie ein großer Freund der italienischen Küche. Nur das Beste vom Besten. Mhm. Mir läuft auch schon das Wasser im Mund zusammen. Ja, das verstehe ich. Thomas? Lukas Vogt ist nicht unser Mann. Er hat zwar gestanden und er hat auch Täterwissen, aber dabei ist ihm ein Fehler unterlaufen. Also ich gehe davon aus, dass er vor allem Zeit gewinnen will. Und er will den wirklichen Täter schützen. Ja, Lukas Vogt ist nicht der Typ, der einen Killer bestellt. Entweder der Täter steht ihm sehr nah oder er hat ein ähnliches Motiv. Wer kann es denn sonst gewesen sein? Das ist ja eine tolle Frage. Toll. Ich denke gerade an den Prozess gegen Kai Vogt. Da war in irgendeinem Zusammenhang die Rede davon, dass Lukas Vogt einen zweiten Sohn hat. Okay, ich kümmere mich drum. Zu früh gefreut. Lukas Vogt hat einen Komplizen. Ach. Das Gas ist alle. Ich gehe mal nach draußen, dann posten wir ziehen als Erster. Kümmerst du dich ums Essen? Ja. Danke. Hey. Mit bestem Fleisch in der Füllung. Ja, das Gas ist leider alle. Glück muss man haben. Tut mir leid, ich hätte mich um den Einkauf kümmern sollen. Kommen Sie gern? Ich esse lieber. Sieh mir ihn gar nicht an. Im Gegensatz zu mir. Was ist mit Ihnen? Nehmen Sie nichts? Nee, danke. Ich muss jetzt den Kollegen Struck ablösen. Ah ja. Es gibt ja schließlich sein Leibgericht.
Reuter, Sie hatten recht. Kai Vogt hat einen älteren Bruder, Sebastian Vogt, 34. In der Akte vom Jugendamt steht, dass er von seinem Vater geschlagen wurde. Genauso wie sein Bruder. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Was macht er so? Er ist Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr. Das heißt, er war es. Vor einer Woche etwa ging seine Dienstzeit zu Ende. Während des Prozesses von Kai Vogt war er in Afghanistan. So, und jetzt kommt's. Er hat eine Sprengstoffausbildung. Also, alles spricht dafür, dass er ihr Verfolger ist. Und wo ist er jetzt? Er hat die Adresse seines Vaters angegeben, aber da ist er nicht. Wir fahnden nach ihm. Also, Herr Reuter, Sie bleiben, wo Sie sind. Das ist am sichersten. Und bleiben Sie im Haus. Ja, ist gut. Mach ich. Danke. Kannst du mich bitte zurückrufen? Ach, Benny, das ist doch nicht so schlimm. Hm? Ja, dann kriegt er halt ein Knopfauge. Das können wir ja später zusammen machen, ja? Gut, Benny, du, ich muss jetzt auflegen. Ich muss arbeiten. Ja, bis dann. Tschüss, mein Schatz. Entschuldigung. Wohnen Sie hier? Ja. Ah. Ist ja ganz nett hier, ne? Ja, ja. Ich überlege eventuell, hier mal Urlaub zu machen. Ah, ja. Ah. Tschüss. Hallo, Thomas. Na? Wie geht's dir? Kerstin, wo bist du denn? Beringer ist da. Ach, wirklich? Mhm. Du, ich glaube, ich hab ihn. Okay, komm her. Ist hier hinten lang gelaufen. Ich rufe das SEK. Ja, Reuter hier. Ich bräuchte eine SEK-Einheit hier am Campingplatz in Ginsheim. Herr Vogt hat eine schwere Sepsis. Wir mussten ihm heute Morgen den Arm abnehmen. Seine Chancen stehen schlecht. Ich glaube nicht, dass wir ihn retten können. Wie ist das denn passiert? Soweit wir es wissen, hat er sich mit einem Mitgefangenen geschlagen. Dabei hat er sich eine Verletzung zugefügt, die zunächst nicht behandelt wurde und sich entzündet hat. Und seit wann liegt er hier in der Intensivstation? Seit 3 Tagen. Dr. Martin, wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Danke. Bitteschön. Danke. Wer ist das? Kai Vogt, der hat letztes Jahr in der S-Bahn einen Rentner zusammengeschlagen, weil er ihm gesagt hatte, er soll die Füße vorm den Sitzen nehmen. Und der Rentner ist dann ein paar Tage später an den Verletzungen gestorben. Wieso haben Sie geglaubt, Kai Vogt hätte den Anschlag auf Sie verübt? Weil er mir gedroht hat. Außerdem ist er Freigänger. Er hat also Zeit und Gelegenheit. Der Fall abgesichert, abgeladen und entsichert. Team 2 geht rein. Vordereingang ist sicher. Achtung, alle Achtung. Zugriff auf mein Kommando. In Position. Vorrück. Zwei hinten absichern. Team 3 Position. Zugriff. Tür geöffnet. Granate. Deckung. Zugriff. Achtung, Polizei. Keine Bewegung. Arm auf den Rücken, sofort. Eine Person gefunden. Wird herausgeführt. Team 3 weiter auf Standby. Und wo ist der zweite? Der ist sonst niemand. Das gibt's doch gar nicht. Komm her. Komm hoch. Hoch. Hey, wo ist Beringer? Fenster abgehauen sein. Such die Gegend ab. 3 Männer da, 3 Männer hey, da. Hey, wo ist Beringer? Verdammt! Ist doch woanders hin. Sein. Hey, ist er weg? Keine Ahnung. Hat er mal über Staatsanwalt Reuter gesprochen? Hat er den Namen erwähnt? Staatsanwalt Reuter? Hat er über Staatsanwalt Reuter gesprochen? Mach den Maul auf, verdammt! Ja, verdammt, was denn schon, ha? Halt den Maul zu, dass ihr was spielst, ha? Bring ihn weg. Ja, noch mal drin. Jetzt Vorsichtiger nicht offen. Wenn ihr was seht, Verdächtiger nicht aufgefunden. 1 auf 2, habt ihr was gesehen? Verdächtiger noch nicht aufgefunden. Kommando an alle Teams, abrücken.
Kerstin. Hallo Bernd. Beringer ist abgehauen? Ja, er muss abgehauen sein, bevor das SEK da war. Hat sein Komplizen also nicht gewarnt? Nein, Schröter heißt der Typ, der hat gepennt. Habt ihr die Beute schon gefunden? Bisher noch nicht. Und dieser Schröter weiß auch nicht, wo das Geld ist. Und wer sind die beiden da? Das ist eine Vorsichtsmaßnahme der leitenden Oberstaatsanwältin. Irgendjemand hat mir heute noch eine Briefbombe geschickt. Was? Gibt's einen Kaffee? Ja, ich mach dir einen. So, das war's. Und habt ihr alles? Ja. Gut, dann schönen Feierabend, Jungs. Danke. Beringer kennt sich aus mit Sprengstoff. Der hat damals den Geldtransport in die Luft gesprengt. Ich frage mich bloß, wie er in der kurzen Zeit das ganze Material für eine Briefbombe zusammenbekommen hat. Vielleicht hat er ja noch Sprengstoff gehabt von dem Überfall auf den Geldtransporter. Könnte sein. Wir haben Reste im Wohnmobil gefunden. Aha. Wir haben es ins Labor geschickt. Gut. Hast du Angst? Ach, das ist nicht das erste Mal, dass mich jemand umbringen wird. Bernd. Prost, du Sack! Prost! Ich hab wieder was zu essen mit dem. Die Hände so, dass sie sehen kann. Scheiße! Ihr Lager! Das ist mein Geld! Wir schreien! Das ist mein Geld! Scheiße! Beringer, wir wussten, dass sie wiederkommt. Warum sind Sie nicht sofort mit der Kohle abgehauen? Ich will meinen Anwalt sprechen. Herr Beringer, was haben Sie gemacht in den Tagen nach der Flucht? Anwalt sprechen. Habt ihr eine Schriftprobe? Er weigert sich und zwingen können wir ihn nicht, aber versuchen, einen Abgleich zu kriegen. Mach dir keine Sorgen, es ist vorbei. Ja, das wär's wohl. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Aber bitte unter anderen Bedingungen. Ne? Hoffentlich. Tschüss, mach's gut. Tschüss. So, was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Abend? Wir gehen nach Hause. Super. Zu mir oder zu dir? Ah, Strock, du gibst wohl nie auf, was? Und bitte lächeln. Sehr gut. Opa, guck mal. Wir machen Ferien im Zelt. Aber du kannst mir nicht mitkommen. Warum denn nicht? Ich glaube nicht, dass es so große Zelte gibt. Papa la Papp, es gibt so große Zelte, da passen sogar Elefanten rein. Sag mal, musst du auf Toilette? Ja. Vergiss nicht, deine Hände zu waschen. Verstimmt halt. Aber euer Sohn hat einen komischen Humor. Kommt vor in dieser Familie. Ihr wollt wirklich zelten? Nee. Ja, Benny ist ganz wild drauf, im Gegensatz zu Thomas. Na gut, ich würde mir gerne im Urlaub meinen Frühstück servieren lassen. Wie zu Hause halt. Drei Wochen Luftfahrt. Pizza ist schon da. Also ich habe erstmal Pizza alla Ciccio.
Erdlassen. Ja, einmal mit Salami und Paprika. Für mich. Normal. Dankeschön. Diabolo. Diabolo für mich, bitte. Dankeschön. Eddie! Benny! Benny, die Pizza wird kalt. Entschuldigen Sie, haben Sie mal meinen kleinen Sohn gesehen? Benny! Nichts! In der Küche ist er auch nicht. Benny! Merkwürdig. Das kann doch nicht sein. Benny! Entschuldigen Sie, haben Sie einen kleinen Jungen gesehen? Nein. Okay. Benny! Benny! Das gibt's doch gar nicht. Benny! Habt ihr ihn gefunden? Nein. Warum soll er rausrennen? Ich meine, es gibt Pizza. Ja, eben. Keine Ahnung, was im Kopf von einem Kind vor sich geht. Also, ich guck mal drin. Benny! Nee, ne? Der sitzt da drin. Nee. Das gibt's nicht, ne? Nein, Spinner. Benny, wo warst du? Hier, das war ein cooler Trick. Was denn für ein Trick? Dass ihr alle rauslauft, wenn ich die Tür aufmache. Es hat geklappt. Sag mal, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Der Mann, der da drüben saß, hat ihn mir verraten. Wenn du dich verstecken willst, musst du eine Tür aufmachen. Dann denken alle, dass du abgehauen bist. Das soll ich dir von ihm angeben. Hm. Ja, kommt, die Pizza mehr uns kalt, ja? Hm. Komm. Ja, Reuter hier. Ich bräuchte jemanden von der Spurensicherung. Ich habe hier ein kleines Problem. Mit dem amtlichen Kennzeichen. Ich sehe mich um, ich sehe keinen Anwalt. Was mache ich hier? Sie können sofort wieder in Ihre Zelle, Behringer. Sie müssen mir nur eine kleine Frage beantworten. Sehe ich aus wie eine Plaudertasche? Woher hatten Sie die Anleitung zum Bau der Briefbombe? Was war eine Briefbombe? Sorgen, warum gehst du nicht ans Telefon? Hast du angerufen? Oh. Ja, ich habe nichts gehört, entschuldige. Wir müssen den Personenschutz für dich wieder aufnehmen. Ja. Ja, ich habe mir eigentlich auch nicht vorstellen können, dass Behringer in der Lage ist, eine Briefbombe zu bauen. Magst du mir das rein? Okay. Was ist mit dem Mann in der Pizzeria? Die Wirtin sagt, er war zum ersten Mal da. Ich kann ihn nicht beschreiben. Fingerabdrücke? Keine. Hast du eine Idee, wer das sein könnte? Nun, in den letzten Jahren hat mindestens ein Dutzend Verurteilte mir irgendwas Schreckliches angedroht. Ich bin schon dabei, die alten Akten zu filzen. Er muss sich mit Sprengstoff auskennen. Ja, sieht so aus. Danke. So, jetzt sind wir aber bitte durch mit diesem Thema für heute, ja? Sag mal, hast du was dagegen, wenn ich heute Nacht hier bleibe? Nein, Mann.
Soll ich noch eine Flasche aufmachen? Ach, nee, danke. Ich will einen klaren Kopf behalten. Weiß Kerstin, dass du hier bist? Natürlich. Ich auch nicht bei dem Lärm. Am 24. März diesen Jahres überfiel der Angeklagte Bodo Behringer gemeinsam mit einem Komplizen einen Geldtransporter der Sicherheitsfirma Safe. Die beiden Männer wollten das Geld und sie waren bereit, dafür zu töten. Der Angeklagte hat bei der Tat auf besonders perfide Art die Anständigkeit eines anderen Menschen ausgenutzt. Als der Fahrer des Geldtransporters auf der Straße ein umgestürztes Kinderfahrrad liegen sah, war es für ihn eine Selbstverständlichkeit, anzuhalten. Diesen Augenblick nutzte der Angeklagte Behringer, um den Fahrer des Geldtransporters kaltblütig zu erschießen. Der Beifahrer starb, als die Täter den Wagen aufsprengten, um an das Geld zu gelangen. Sie erbeuteten 1,7 Millionen Euro. Das Geld ist bis heute nicht aufgetaucht. Wurde mit großer Skrupellosigkeit und Brutalität durchgeführt. Zwei Menschen wurden heimtückisch und grausam getötet. Der Angeklagte ist bereits mehrfach straffällig geworden. Niemals, niemals hat er Reue oder Einsicht gezeigt. Im Gegenteil. Seine Straftaten wurden zunehmend brutaler und menschenverachtender. Vor diesem Hintergrund fordert die Staatsanwaltschaft, eine frühzeitige Entlassung des Angeklagten auszuschließen. Runter! Runter! Runter, habe ich gesagt! Straßensperre steht, Fahrzeugkontrolle hat nichts ergeben. Gut, danke. Ich will jetzt keine Ausreden. Danke für die Antwort. Beeilt euch. Also, der Typ von der Reinigungsfirma steht zwar unter Schock, ist aber unverletzt. Okay, so, Jungs, die Großfahndung läuft. Zoll, Bundespolizei, Autobahnpolizei sind informiert. Was ist mit der Meldung an Europol? Ist raus. Wie sieht's mit den Straßensperren aus? Geht alles. Und hier ist eine Liste mit allen möglichen Unterkünften hier in der Gegend. Kannst du die bitte abtelefonieren? Ja klar, mach ich direkt. Und, hast du was entdeckt? Na, schau mal, sein Gesicht ist nicht zu erkennen. Er ist enormes Risiko eingegangen, um seinen Komplizen zu befreien. Hast du die Liste mit den Campingplätzen?
Super, danke. Also muss es sich lohnen. Und das kann nur heißen, Beringer muss im Besitz der Beute sein. Und um in das Geld zu kommen, muss er befreit werden. Ja. Und hast du mit deinem Vater telefoniert? Wie geht's ihm? Ja, kennst ihn ja, er reißt sie zusammen. Okay, weiter geht's. Ja? Tja, dass die Angeklagten uns nicht mögen und auch schon mal bedrohen, ist ja klar. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat er gezielt auf sie geschossen. Der wollte sie umbringen. Ja, ich habe ihn identifiziert. Mir hat er zu verdanken, dass er nicht mit seinem Geld irgendwo am Strand liegen kann. Ein Zeuge hat den Überfall auf den Geldtransporter mit seinem Handy gefilmt. Da habe ich ihn wiedererkannt. Aber er war doch maskiert. Er hinkt leicht. Ich hatte schon mehrfach mit ihm zu tun, daher weiß ich das. Soll ich Personenschutz für Sie beantragen? Nein, ich glaube. Er ist ein Gewohnheitsverbrecher mit enormer krimineller Energie. Das ist sehr nett von Ihnen, Frau Heinlein, aber ich glaube, das ist nicht nötig. Der ist doch schon längst beide Berge. So. Ah, jetzt fängt das süße Leben an. Das Schwein bringe ich um. Was geht dich dieser scheiß Staatsanwalt an? Sei doch froh, dass du draußen bist. Jetzt hol mir die Kohle und hauen ab. Darauf warten die Bullen noch bloß. Nicht mal eine Ratte könnt ihr jetzt Wiesbaden unbemerkt verlassen. Wer da die suchen jetzt das ganze Rhein-Main-Gebiet nach uns ab? Nee, nee. Wir bleiben jetzt ein paar Tage hier. Die Aufregung sich gelegt hat, hau mal ab. Wo willst du hin? Ich hab noch was zu erledigen. Wenn du mich verarschen willst, mach ich dich kalt. Damals verpfeifen können. Hab ich's gemacht? Hab ich's gemacht? Nee, hab ich nicht. Also. Es war gut heute Morgen. Staatsanwalt? Herr Reuter? Ja? Ihre Post ist gerade eben noch reingekommen. Soll ich Sie eben ins Büro bringen? Nee, ich nehme die gleich mit. Danke. Bis nicht. Danke. Tschüss. Tschüss. Herr Reuter, Sabine Jakobi, ich bin die Anwältin der Angeklagten. Können wir kurz sprechen? Ja, ja. Meine Mandantin bedauert den Vorfall sehr. Sie ist noch nie in ihrem Leben mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Wir reden hier nicht über Schwarzfahren, wir reden über Stalking, Frau Verteidigerin. Geben Sie eine Chance. So, wenn Ihre Mandantin bereit ist, eine Therapie zu machen, damit ich... Was ist denn? Das ist eine Bombe. Das ist eine Bombe! Raus hier, das ist eine Bombe! Ich habe Drähte ertastet.
Passen Sie immer Ihre Post ab. Mein Name ist falsch geschrieben. Das hat mich misstrauisch gemacht. Ich guck mir das mal an. Sie haben recht. Sie können mir den Umschlag jetzt geben. Einfach loslassen? Ja, ich kümmere mich drum. Und jetzt raus hier. Danke. Beringer hat einen Onkel, Matthias Siebert. Hier in Wiesbaden? Ja. Weiß er was? Nein, er liegt schon seit Wochen im Krankenhaus. Aber er hat ein Wohnmobil auf einem Campingplatz. Ich ruf da mal an. Hey, komm, lass uns gleich hinfahren. Der Mann hat sich als Kommissar Reuter ausgegeben. Ich hatte keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Ja, aber kein Fehler damit. Können Sie den Mann beschreiben? Ja, er war mittelgroß und hatte eine Brille. Hat er gehinkt? Gehinkt, ist mir nicht aufgefallen. Herr Reuter, Sie können sich bei einem Schutzengel bedanken. Das Ding hat Ihnen mindestens die Hand abgerissen. Oh, Herr Staatsanwalt. Kannst du mir bitte ein Glas Wasser holen? Aber ja, bleibst du hier. Bitte, bitte, danke. Ist ja ein Ding, was? Jetzt hocken wir hier schon seit zwei Tagen in diesem Scheißhaus. Das kotzt mich an. Ich hau ab. Scheiße Tür. Aber nicht ohne mein Geld. Da musst du dich gedulden. Wo ist das Scheißgeld, verdammt? Scheißgas ist alle. An einem sicheren Ort. Ich kann das Geseier langsam nicht mehr hören. Ich will wissen, wo das Geld ist. Geld geschmeidig. Die Pässe sind noch nicht fertig. Jetzt reiß dich zusammen, Peter. Ich habe gerade davon erfahren. Das ist ja ungeheuerlich. Wie geht es Ihnen denn sowas? Alles gut. Ja, Lars Beringer. Ich weiß es nicht. Ja. Kommen Sie bitte mal rein. Oberkommissarin Semper und Hauptkommissar Struck. Guten Tag. Guten Tag. Vom MEK Hessen. Sie werden aber jetzt keinen Schritt mehr ohne die beiden tun. Frau Heinern, ich habe... Herr Reuter. Als leidende Oberstaatsanwältin trage ich die Verantwortung. Oh. Dann überlasse ich Sie jetzt Ihren beiden Schatten. Ja, dann. Reuter. Semper, freut mich. Struck. Guten Tag. Struck. Wollen Sie einen Kaffee? Gerne. Ja, gerne.
Nehmen Sie Platz. Danke. Herr Siebert? Ja, Herr Siebert ist Dauercamper bei uns schon seit Jahren. Kommt aber kaum noch. Der hat was am Herzen. Was ist denn mit dem? Nichts. Das ist er nicht. Ja, aber den Benny. Würden wir suchen. Hallo Benny, na, was gibt's? Ach so. Oh. Ah, weiß ich nicht. Wissen Sie, hier kommen eine Menge Leute. Kann ich nicht sagen. Danke. Sie vielleicht? Nee? Kennen Sie den? Tut uns leid. Kann man nichts machen. Wo haben Sie gesagt, ist die Parzelle von Herrn Siebert? Die ist ganz hinten rechts, Nummer 616. Soll ich mitkommen? Nee, danke, nicht nötig. Und haben Sie das bitte vertraulich, ja? Danke. Kerstin? Das gibt's doch nicht. Kerstin! Der Häftling heißt Vogt, Kai Vogt. Ja, dann verbinden Sie mich bitte mit dem Leiter der JVA. Ich warte, ja. Herr Gittelmann, Reuter, Tag. Und das hast du gestern Abend noch gemacht? Genau. Ist er auf Reigang? Bisschen gekocht, bisschen Glotze. Das nächste Mal rufst du mich an, dann machen wir was zusammen. Was ist da passiert? Ich hab dich den ganzen Tag um mich struckt, dann brauche ich abends mal eine Auszeit. Ich muss in die städtischen Kliniken. Warum? Ist was mit Ihnen? Nein. Kerstin! Kerstin, wenn du, was machst du? Tut mir leid, ich hätte mich um den Einkauf kümmern sollen. Kommen Sie gern? Ich esse lieber. Sieh mir ihn gar nicht an, im Gegensatz zu mir. Was ist mit Ihnen? Nehmen Sie nichts? Nee, danke. Ich muss jetzt den Kollegen Struck ablösen. Ah ja. Es gibt ja schließlich sein Leibgericht. Sie hatten recht. Kai Vogt hat einen älteren Bruder, Sebastian Vogt, 34. In der Akte vom Jugendamt steht, dass er von seinem Vater geschlagen wurde. Genauso wie sein Bruder. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Was macht er so? Er ist Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr. Das heißt, er war es. Vor einer Woche etwa ging seine Dienstzeit zu Ende. Während des Prozesses von Kai Vogt war er in Afghanistan. So, und jetzt kommt's. Er hat eine Sprengstoffausbildung. Also, alles spricht dafür, dass er ihr Verfolger ist. Und wo ist er jetzt? Er hat die Adresse seines Vaters angegeben, aber da ist er nicht. Wir fahnden nach ihm. Also, Herr Reuter, Sie bleiben, wo Sie sind. Das ist am sichersten. Und bleiben Sie im Haus. Ja, ist gut. Mach ich. Danke. Ja, super. Ja. Wir müssen einen kleinen Umweg machen. Ich habe noch was zu erledigen. Bitte. Das ist keine so gute Idee. Wieso? Weil Sie in Wiesbaden in Gefahr sind. Mein Todestag ist doch erst morgen. Herr Staatsanwalt? Wo ist denn Kai Vogt? In der Pathologie. Er hat es nicht geschafft. Die Vergiftung war nicht mehr aufzuhalten. Ja. Wann genau ist er denn gestorben? Gestern um 21.35 Uhr. Und wann haben Sie ihm den Arm amputiert? Vor 3 Tagen. Warum wollen Sie das wissen? Hat ihn sein Vater besucht? Ja, der war hier. Danke Ihnen, ja. Ja, eigentlich hätte der Vater ins Gefängnis gehört. Der hat seinen Sohn durch die Kindheit geprügelt und nichts getan, um die kriminelle Karriere zu verhindern. Schwere Kindheit also? Ja, sieht so aus. Das ist keine Entschuldigung. Sie sagen es. Bernd, was machst du denn hier? Ich denke, du bist längst im Taunus. Ich habe eine Theorie, die muss ich stellen. Ich finde es sehr leichtsinnig von dir, dass du immer noch hier rumläufst, während Leute nach deinem Leben trachten. Der Täter handelt nach einem bestimmten Schema. Wisst ihr über Kai Vogt Bescheid? Der Oberschläger, ja. Liegt im Krankenhaus. Er ist gestorben. Kai Vogt
wird vor etwas mehr als einer Woche mit einer Blutvergiftung eingeliefert. Vor 3 Tagen wird ihm ein Arm amputiert. Einen Tag später bekomme ich die Briefbombe, die mir einen Arm abgerissen hätte. Vor 2 Tagen erfährt Lukas Vogt von den Ärzten, dass sein Sohn sterben wird. Und seitdem steht dein Name auf dem Holzkreuz und du erhielst den ersten Teil des Fotos. Kai Vogt stirbt gestern und ich bekomme den zweiten Teil des Fotos. Ich meine, das kann doch kein Zufall sein. Nee. Wir sollten uns Lukas Vogt vornehmen. Ich komme mit. Nee. Wir wollen jetzt mal nicht tollkühn werden, Herr Reuter. Stuck hat recht. Bring dich lieber in Sicherheit. Auf geht's. Bitte. Na gut, dann bringen wir mich jetzt mal in Sicherheit. Vogt? Lukas Vogt? Guten Tag, Thomas Reuter, Kripo Wiesbaden. Kommissarin Klar, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss. Was glauben Sie hier zu finden? Hör doch mal auf! Hinweise, dass Sie eine Straftat begangen haben. Ich habe alle Autos legal gekauft. Herr Vogt, Sie werden verdächtigt, einen Anschlag auf das Leben von Oberstaatsanwalt Reuter begangen zu haben. Ich habe gerade meinen Sohn verloren. Wir sehen da einen Zusammenhang. Ist gerade jemand vorbeigekommen? Nee. Nee? Danke. Scheiße. Er ist weg. Ja, das lag auf dem kleinen Tisch. Aus wie ein Friedhof. Also mir sagen die Namen alle nichts. Ja, warte mal, lass uns da drüben noch gucken. Thomas? Ach du Scheiße. Das ist morgen. Kollege. Hallo. Na, bist du gerade dabei, den passenden Kandidaten zu suchen? Ein paar konnte ich schon ausschließen. Ihr sitzt noch im Gefängnis. Behringer hat dir keine Briefbombe geschickt. Das ist nun sicher. Der Sprengstoff ist nicht identisch. Wie war es weiter mit den Vernehmungen? Werden wir heute abschließen. Habt ihr euch die Fotos angeschaut? Ja. Keine Fingerabdrücke, keine DNA-Spuren, die wir irgendwie zuordnen können. Der Mann ist vorsichtig, trägt Handschuhe. Das fehlende Haar in deinem Namen auf dem Kreuz weist auf den gleichen Täter hin, der die Briefbombe geschickt hat. Die Spurensicherung hat das Grab und das Holzkreuz untersucht, aber nichts Verwertbares gefunden. Und den Friedhofsgärtnern ist auch nichts aufgefallen. Warum soll ich erst morgen sterben? Das ist eilig. Eine Person gefunden. Wird herausgeführt. Drei weiter auf Standby. Und wo ist der zweite? Der ist jetzt niemand. Das gibt's doch gar nicht. Komm her, komm hoch. Hoch! Hey, wo ist Behringer? Fenster abgehauen sein. Such wo die Gegend Behringer? Ab. Drei Männer da, drei Männer hey, da. Hey, wo ist Behringer? Verdammt! Ist doch woanders hin. Hey, ist er weg? Nach Norden. Zwei. Keine Ahnung.
letzte Mal über Staatsanwalt Reuter gesprochen? Hat er den Namen erwähnt? Staatsanwalt Reuter? Hat er über Staatsanwalt Reuter gesprochen? Mach den Maul auf, verdammt! Ja, aber da was jetzt schon, ha? Halt den Maul zu, dass ich was spielst, ha? Bring ihn weg! Immer mehr, ha? So, so, so. Mal drin. Hallo Bernd. Berenja ist abgehauen? Ja, er muss abgehauen sein, bevor das SEK da war. Hat sein Komplizen also nicht gewarnt? Nein, Schröter heißt der Typ, der hat gepennt. Habt ihr die Beute schon gefunden? Bisher noch nicht. Und dieser Schröter weiß auch nicht, wo das Geld ist. Und wer sind die beiden da? Das ist eine Vorsichtsmaßnahme der leitenden Oberstaatsanwältin. Irgendjemand hat mir heute noch eine Briefbombe geschickt. Was? Gibt's einen Kaffee? Ja, ich mach dir einen. So, das war's. Und habt ihr alles? Ja. Gut, dann schönen Feierabend, Jungs. Danke. Beringer kennt sich aus mit Sprengstoff. Der hat damals den Geldtransport in die Luft gesprengt. Ich frage mich bloß, wie er in der kurzen Zeit das ganze Material für eine Briefbombe zusammenbekommen hat. Vielleicht hat er ja noch Sprengstoff gehabt von dem Überfall auf den Geldtransporter. Könnte sein. Was das hier ist? Wissen Sie doch, Sprengstoff. Und wofür brauchen Sie hier Sprengstoff? Gar nicht. Warum haben Sie nun welchen im Haus? Das war übrig geblieben. Das andere habe ich für den Bau einer Briefbombe verwendet. Das hätten Sie doch ohnehin herausbekommen. Ich hätte mir so gewünscht,
dass ihrem Vater die Hand abgerissen wird. So, Schluss jetzt. Festnehmen! Das ist wirklich verdient. Ihr Sohn hat einen wehrlosen Menschen umgebracht. Mein Vater hat ihn angeklagt und ein Gericht hat ihn verurteilt. Und so läuft das hier auch. Der Richter hat nur das gemacht, was Reuter wollte. Reuter ist schuld. Warum haben Sie meinen Vater nicht gleich umgebracht, als Sie gestern bei ihm im Haus waren? Ich wollte ihm nur die eine Hälfte des Fotos bringen und ihm klar machen, dass ich ihn jederzeit töten kann. Er sollte sich vor Angst in die Hose machen. Haben Sie sich gar nicht verletzt beim Sprung durch die Scheibe? Nur ein paar Kratzer. Wie geht es Benny? Reuter sollte spüren, was es heißt, wenn man ein Kind verliert. Sie sind widerlich. Bringen Sie ihn ins Kommissariat. Los, weiter hier, wir sind noch nicht fertig. Herr Vogt? Lukas Vogt? Guten Tag, Thomas Reuter, Kripo Wiesbaden. Kommissarin Klar, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss. Was glauben Sie hier zu finden? Hör doch mal auf! Hinweise, dass Sie eine Straftat begangen haben. Ich habe alle Autos legal gekauft. Herr Vogt, Sie werden verdächtigt, einen Anschlag auf das Leben von Oberstaatsanwalt Reuter begangen zu haben. Ich habe gerade meinen Sohn verloren. Wir sehen da einen Zusammenhang. Aus ein paar, Herr Struck. Aus ein paar, Herr Struck. Hallo? 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 Frau Sempal? Herr Struck? Hallo? Guten Abend, Herr Staatsanwalt. Was haben Sie mit den beiden gemacht? Im Gegensatz zu Ihnen werden die beiden nicht sterben. Warum wollen Sie mich töten? Weil Sie der Mörder meines Bruders sind? Aber das ist doch... Thank you.
Weißt du, er geht nicht an sein Telefon. Komm, lass uns losfahren. Ich rufe die Semper an. Wieder nur die Mailbox. Wer sagt denn, dass ich der Mörder Ihres Bruders bin? Halt die Fresse. Außer Ihrem Vater sagt das niemand, aber Sie glauben ihm, weil Sie keine eigene Meinung haben und weil Sie keinen eigenen Standpunkt haben. Jetzt fühlen Sie sich wahrscheinlich großartig mit Ihrer scheiß Knarre in der Hand. Na los, Sebastian, ich habe keine Angst mehr vor Ihnen. Angeklagt, weil er einen alten, wehrlosen Mann in der S-Bahn totgeschlagen hat. Darum ist er ins Gefängnis gekommen. Er wird schon seinen Grund gehabt haben.
Aber er wäre noch am Leben, wenn du nicht gewesen wärst. Falsch, Sebastian. Ganz falsch. Er wäre noch am Leben, wenn ihr Vater ihn nicht zu einem skrupellosen, brutalen Menschen geprügelt hätte. So hat er das auch mit Ihnen gemacht, oder? Mein Vater hat uns gut erzogen. Ich bin stolz auf ihn. Ach, und warum haben Sie die erste Gelegenheit genutzt und haben sich zur Bundeswehr verdrückt? Kai hat gelitten wie Hund, dass Sie ihn allein gelassen haben mit Ihrem Vater. Du bist ein Lügner. Halt endlich dein Maul! Ich hasse das blöde Gequatsche. Wer ist schuld daran, dass Kai qualvoll verrecken musste? Alter hat alles zerstört. Ist der einzige Sohn, der mir geblieben ist. Sebastian, erinnern Sie sich an den 14. Geburtstag Ihres Bruders? Ihr Vater hat Kai damals die ganze Nacht bei Eiseskälte in einen Schuppen eingesperrt, weil Kai beim Abendessen ein Glas Limonade umgekippt hat. So ist Ihr Vater. Woher weißt du das? Sie wollten doch im Prozess schon unsere Familie zerstören. Los, Sebastian, töte ihn! Sie sind ein alter Mann, Herr Vogt, aber Sebastian hat noch sein ganzes Leben vor sich. Und trotzdem wollen Sie, dass er für Sie, für Ihre Rache seinen Kopf hinhält und ins Gefängnis geht. Wenn Sie wirklich so ein liebevoller Vater sind, warum machen Sie es nicht selbst? Wie Sie wollen, Reuter. Waffe weg! Wo ist mein Vater? Wo ist mein Vater, verdammt! Hallo, Thomas. Schön, dass ihr da seid. Ein Taschentuch. Ja. Oh. Ja. Oh. Ja. Vielen Dank. Oh. Dankeschön. Du bist genauso ein Versager wie dein Bruder. Herr Reuter, wir müssen uns bei Ihnen entschuldigen. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, nur ein Kratzer. Wir hätten das kommen sehen müssen. Ich will nach Hause. Wir fahren Sie. Danke. Die Tat wurde mit großer Skrupellosigkeit und Brutalität durchgeführt. Zwei Menschen wurden heimtückisch und grausam getötet. Der Angeklagte ist bereits mehrfach straffällig geworden. Niemals, niemals hat er Reue oder Einsicht gezeigt. Im Gegenteil. Seine Straftaten wurden zunehmend brutaler und menschenverachtender. Vor diesem Hintergrund fordert die Staatsanwaltschaft, eine frühzeitige Entlassung des Angeklagten auszuschließen. Runter! Runter! Runter, habe ich gesagt!
3A. Ja, an der Schlingstraße über Freistraße. Straßensperre steht, Fahrzeugkontrolle hat nichts ergeben. Gut, danke. Ich will jetzt keine Ausreden. Danke für die Antwort. Beeilt euch. Also, der Typ von der Reinigungsfirma steht zwar unter Schock, ist aber unverletzt. Okay, so, Jungs, die Großfahndung läuft. Zoll, Bundespolizei, Autobahnpolizei sind informiert. Was ist mit der Meldung an Europol? Ist raus. Wie sieht's mit den Straßensperren aus? Geht alles. Und hier ist eine Liste mit allen möglichen Unterkünften hier in der Gegend. Kannst du die bitte abtelefonieren? Ja klar, mach ich direkt. Und, hast du was entdeckt? Na, schau mal, sein Gesicht ist nicht zu erkennen. Er ist enormes Risiko eingegangen, um seinen Komplizen zu befreien. Hast du die Liste mit den Campingplätzen? Super, danke. Also muss es sich lohnen. Und das kann nur heißen, Behringer muss im Besitz der Beute sein. Und um in das Geld zu kommen, musste er befreit werden. Ja. Und hast du mit deinem Vater telefoniert? Wie geht's ihm? Ja, kennst ihn ja, er reißt sie zusammen. Okay, weiter geht's. Ja? Tja, dass die Angeklagten uns nicht mögen und auch schon mal bedrohen, ist ja klar. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat er gezielt auf sie geschossen. Der wollte sie umbringen. Ja, ich habe ihn identifiziert. Mir hat er zu verdanken, dass er nicht mit seinem Geld irgendwo am Strand liegen kann. Ein Zeuge hat den Überfall auf den Geldtransporter mit seinem Handy gefilmt. Da habe ich ihn wiedererkannt. Aber er war doch maskiert. Komplizen. Ich gehe mal nach draußen, dann posten wir ziehen als Erster. Kümmerst du dich ums Essen? Ja. Danke. Hey, mit bestem Fleisch in der Füllung. Ja, das Gas ist leider alle. Glück muss man haben.